der Beurteilung her. So, das heißt, wenn ihr euch denkt, ja, das ist ein okay Text oder sonst irgendwas, gebt eure Punkte ab und haltet euch bitte auch den ganzen Abend daran, an der ersten Entscheidung oder an der ersten Bewertung, die ihr gegeben habt. Einfach um Fairness halber die ganzen Slammer gerecht behandeln zu können. Obwohl es nicht Berlin, aber egal. So, mein Text trägt den Namen, ich habe von Inseln geträumt. Ich habe von Inseln geträumt. Halbnackt am Sandstrand gediegen zwischen Palmen zu liegen. Oder mögen beizubringen, wie das Ganze mit der Flaschenpost funktioniert. Und ein einziges Mal in meinem Leben wollte ich statt irgendwelchen wilden Nachtmenschen einfach mal den Wellen beim Brechen zuschauen. Ich habe von Inseln geträumt. Von der Holzhütte und dem Fischerboot, dort zu wohnen, wo mir nicht jedes Jahr im Winter droht. Ich habe von Inseln geträumt. Einfach mal von Inseln geträumt. Denn ich wollte da wohnen, wo ich mir einen Kaffee aufsetzen kann, aus selbstgepflücktem Bohnen, gesüßt mit Rohrzucker aus dem eigenen Garten. Von hier nehme ich nichts mit, außer vielleicht einen Spaten, denn ich will so komische Sachen anbauen. Kakao und Pistazien und Agaven, Mango und Ananas aus den eigenen Plantagen. Und hier und da vielleicht ein bisschen Gras. Aber ist eh alles für den Eigenbedarf, also ich weiß das an. Hab von Inseln geträumt. Hey, it's a me, Mario. Eisgeld von die Super Nintendo. Denn Mario ist im Fluchtversuch geplant. Denn die Gesellschaft ist schweigsam, geizig, verbittert und hat schlechten Atem. Und ich wie Mario denkt eben, es sollte eine Welt geben, in der das Geld regnet. Ohne Anwälte und Bürokraten, weil wir Probleme selbst regeln. Ich würde für Feste stehen, ich würde die Straßen sperren. Für Hip-Hop-Fans, für Freestyle-Jams, für Reggae-Bands, für Open-Air-Festivals und für Poetry-Slams. Denn ich finde es bei dieser traumhaften Location einmal im Jahr einfach nur viel zu wenig was geben. Ich finde, es sollte eine Welt geben, in der wir keine Grenzen sehen, keine Kontrollschranken, keine Jobs für Zollbeamte, keine grauen Köpfe mit Macht, ich will keine teuflischen Schlachten, keine Gräueltaten von Soldaten, keine Bomben und Granaten, sondern eine Welt, in der Kinder Freude haben. Ich will eine Welt, in der Eltern sorglos schlafen, weil sie wissen, dass es den Kiddies gut geht und nicht drüber nachdenken müssen, dann wie ich ihnen Pädophilen laufen sie vorbei auf ihrem Schulweg. Ich habe mir Inseln erträumt. Nicht für riesige Konzerne, sondern für friedliche Menschen. In der Liebe suchen, nicht auf Ölkönig. Und wenn ihr mit mir down seid, liebe Leute, dann nehmt meine Hand, packt eure Koffer und lasst uns einfach mal Inseln erträumen. Am besten hier und heute. Vielen Dank. Danke. So.